So, willkommen zurück zu Medieval 2 Total War. Es sieht gut aus in unserem Krieg gegen die Mauren. Wir haben Cordoba schon eingenommen. Saragossa ist, denke ich mal, jetzt auch ziemlich fest in unserer Hand. Da dürfen wir gleich die Mission vom Papst noch erfüllt haben. Und Granada, was ja auch eines unserer Endziele ist, steht unter Belagerung. Das heißt, soweit alles so gut. So, hier müssen wir allerdings gucken, da stelle ich auch nochmal eine Kirche hin, dass wir da christianisieren. Wo ist denn mein Spion eigentlich schon wieder hin? Der ist nie da, wo ich den brauche, weil ich nicht weiß, wo er ist. Ist natürlich Mist, ich hätte den erst da reinschicken sollen. Aber was ich schon mal machen kann, ist ihn Ich hier werde hinschicken mich und bis mal zum gucken, Mauer wo ich hier auf der verstecken. anderen Seite noch, Für heute ist meine Arbeit der getan, anderen meine Herren. Gibraltar-Seite noch hin Bin muss. unterwegs. So, da müsste ja dann hier Selbstverständlich, meine irgendwo Herren. rum sein, dass wir mal mit Die dem Papst heutige reden. Reise ist. Soll ich jemanden aufsuchen? Sehr gut, mein Herr. Ja, das ist so eine tolle Meldung. Ihr habt ja 50.000 Mal im Spiel und niemand will die eigentlich sehen. Also warum die eingebaut haben, das nervt halt einfach nur. Ja, dann machen wir hier eine Rodung hin. Rodung ist immer gut. Übungsplatz. Das bringt uns Bauern Armbrustschützen. Ja, ich weiß nicht. Schmiedewerf. Machen wir mal Rodung. Rodung auch. Also Rodung ist ja auch Bevölkerungswachstum. Roden wir mal überall. Machen wir Spanien mal waldfrei. So, und da ist die Kohle auch schon wieder alle. Das heißt, da wir jetzt hier eh noch nichts Es machen ist mir eine können. Ehre, euch zu dienen. Was mir gerade noch einfällt, ist die Prinzessin. Die wird ja auch nicht jünger. Wo sind die hin? Ach, die ist verheiratet worden mit dem Kollegen. Ah. Ja, natürlich, dann ist die jetzt halt weg. Ist natürlich bitter. Befehle? Eure Befehle. Es ist mir eine Ehre, Ach, was euch zu macht der? Ach, dienen. hier ist der Elch. Naja, der Elch. Ja, Ich würde ja dann gerne, soll der da aber es mal ist auch hier unmöglich. runterkommen und ein bisschen Beim Kampferfahrung ersten sammeln. Sonnenstrahlen marschieren wir weiter. Schlagt das Lager auf, Männer. Eure Befehle, edler Herr. Da Ja, kommt auch mein nichts. Herr. Also, los jetzt hier, komm runter, wenn es. Für heute ist die Reise zu Ende. Oh, da ist jetzt mächtig Unruhen. Kandidat zur Adoption. Der Elch schon wieder. Ist das jetzt derselbe Elch? Auf jeden Fall heißt er auch Elch. Keine Ahnung, ich finde ihn ein bisschen alt. Ach, der Elch adoptiert jetzt schon. Ach so, der Elch ist derjenige. Nee, der ist mir ein bisschen zu alt. Papststaat, sehr gut. Sehr gut ist sehr gut. Euer Apropos Befehl? Papststaat. Ihr habt einen Hallo, Vorschlag für Papst. mein Volk? Das klingt verrückt. Es gibt noch etwas, worüber ihr Karteninformationen. reden möchtet? Mir scheint, ihr habt Und bestimmt vielleicht noch ein noch etwas Bündnis. Mit dem übrig. Das Papst klingt verbündet zu vernünftig. sein, Lebt kann wohl. nie verkehrt Gesagt, sein. sehr gut, mein Herr. So, jetzt sind wir auch auf einem sehr guten Stand mit dem Kollegen. Aber ich glaube, das ist auch getrennt, Papst und Papststaat. Also insofern gesehen, wird das jetzt wahrscheinlich nur auch nur bedingt was bringen. Ich Aber, bin naja. Gottes Diener. Macht ja nichts. Ich höre auf, Schaden kann es mein auch Herr. nichts. Und der ist, glaube Das ich, ist auch leider nicht ziemlich möglich. friedfertig. Ich Entgegen der reise mit tatsächlichen Gott. Haltung der Kirche mitunter. So, Speermiliz. Bauen wir noch eine Speermiliz. Hier. Oh, Kaufmann können wir auch. Kaufmann. Kaufmann, das wäre gut. Ja, das machen wir gleich mal. Ja, Herr. So, hier haben wir jetzt wieder keine Infanterie, wie so oft. Wollt ihr, dass ich rede nicht mit euch? Wo ist denn Die mein. Dinge müssen sich zwischen. Ja, Da wohin soll es ist gehen, mein Herr? Agent. So, Ich jetzt werde scheint es hier keine runter Spuren noch zu hinterlassen, gehen. wie ihr wünscht. Klären wir Ich halt werde einfach mal mich auf, wo bis wir zum da Morgen denn noch verstecken. hin müssen. Mein Herr. Jo. Und hier oben der Meine Kollege. Herr. Oh, die sind ja ganz schön Selbstverständlich, reich mein hier, Herr. ja. Allen Die möglichen heutige Kram, was die Reise hier haben. ist beendet. Hier lege ich eine Pause Der ein, hatte mein Herr. gerade schon Bis ein Herr. verhandelt und ansonsten, glaube ich, alles auf dem Weg. Eure Befehle, edler Herr. Der Elch halt noch. Ja, gut, der soll halt mal hier Wir runtergehen. marschieren! Beim ersten Sonnenstrahlen Ja, marschieren wir genau, die hier, weiter. die können noch, Edler Herr. genau, die sollen Ich zurück zur kann heute Hauptstadt. Da nicht lassen wir mehr zwei Mann weiter. drin, die werden auch da irgendwie bezahlt, glaube ich, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ah, passt auf jeden Fall, passt schon irgendwie, das ist in Ordnung. Ledergerber, Ist halt die Frage, braucht man es wirklich? Also ich werde jetzt erstmal das Ding verbessern.
Und dann schauen wir uns das mal an. So, die katholische Kirche ist da, fürchtet euch nicht, bringt eure kleinen Kinder männlichen Geschlechts in Sicherheit. Und dann werden wir Freunde. So, Martin del Picotto, selbstbewusster Verteidiger, vielversprechender Kommandant. Der Elch wieder, hier, der ist 2 Minuten in der Familie drin und er schafft schon alles neue Leute ran. Also ich bin mir nicht sicher, ob das... Ich hätte es gern jünger, einfach 20 rum. Das macht halt alles was aus. Ich lehne nochmal ab, da kommt bestimmt noch was Besseres. Ein Geschenk des Rates. Der Rat ist von euren Führungsqualitäten beeindruckt und hofft, dass ihr dieses bescheidene Geschenk als Dank für eure Taten in der Vergangenheit und in Zukunft annehmen werdet. Ihr bekommt als Belohnung 1000 Gulden. Das ist doch in Ordnung. Das kann durchaus öfter passieren. Ich meine, ich finde es auch gut, dass meine Genialität gewürdigt wird. So, der Elch hat auch noch geworfen. Also der ist sehr aktiv. Der hat für nach... Was heißt, selber hat er nicht geworfen, aber er hat dafür gesorgt, dass jemand wirft. So. Ich bin bereit zu handeln. Da ist noch ein Vorkommen, da kann man eine draufsetzen. Eure Majestät. Die ziehen wir auch mal hier rüber, die Bogenschützen. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. So, und jetzt wird hier mal fortgebildet und wieder aufgefrischt. Die haben sich's verdient. Da kommt jetzt noch einer von oben, dann sind es 4, dann machen wir noch einen, dann sind wir auf 5. Das ist eine ganz prägnäme Anzahl, das können wir dann irgendwann mal eine Armee draus bauen. So, das ist eine Ortschaft, genau. Das heißt, machen wir das und das da vielleicht. Dann machen wir erstmal diese eine Geschichte. Man muss das Kapital ja nicht unnötig binden, nicht wahr? Schmiede wäre sicherlich ganz schön. Eine Kapelle, wie sieht's denn hier religiös aus? Ist auch nicht so toll, ne? Machen wir lieber eine Kapelle, nicht, dass wir hier da in Bedrängnis geraten. Stellen wir auch nochmal eine Abtei hin. Ja genau, da fehlt wieder die Infanterie, ne? Da müssen wir diesen einen obligatorischen Infanteristen hier runterziehen. Das klappt natürlich jetzt wieder nicht, ist ja klar. Ich bin Gottes Diener. Ach komm, was wollt Sehr ihr denn? Gut, mein Herr. So, wo ist mein zweiter Kirchenmann? Ja, mein hier Herr. Hier oben. Und er hat natürlich seinen Bewegungsbefehl vergessen. Sehr gut, mein Herr. Ich höre Parken wir mal da, dass ich es wiederfinde. Diener. Ich bin nicht hier, um zu verhandeln, sondern um zu... Ich bin mal gespannt, wann der erste Inquisitor angestoppelt gekommen ist. Ich glaube, das ist sicher, das sind immer meine besondere Freunde, die mir dann die halbe Familie wegschlachten. Bin ich unterwegs. Mich aufregend drüber. Hier werde ich für die Nacht rasten. So. Jetzt würde ich immer mal interessieren, wenn der Kardinal hier steht. Dann haben wir 47% katholisch. Aber ihr seht, steht nichts, dass sich das gerade verändert. Man weiß es nicht genau. Ist ja natürlich schön, wenn der quasi für mich arbeiten würde. Naja. Schöne hier dran an Spanien gerade ist halt, dass man, wenn man diese Halbinsel erstmal hat, einen relativ sicheren Rückhalt hat. Die KI hat es ja nicht so sehr mit Landen. Also von See aus landen. Und dann hat man halt einfach mal einen schönen, relativ sicheren Stand. So, was wollen wir denn diesmal? Um 4 Einheiten verstärken. Sonst geht's aber noch gut. 4 Einheiten. Ja. Naja gut, dann schicken wir die halt mal hier rüber. In der Hauptstadt ist es ja ohnehin relativ ruhig. Und dann bekommen wir diese... Der hat schon wieder seinen Bewegungsbefehl vergessen. Ich bin Gottes... Ja, mein Kelle. Herr, mein Herr. Hä, hey, ist das ein anderer? Ja, mein, ich bin Gott. Da spricht noch einer rum. Ich wusste nicht, hä? Ich höre auf ich zu beten. Anscheinend mehr mein Küchenmänner, Herr. Als mir das bewusst war. Gottes Diener. Ja, das ist auch in Ordnung. Okay, dann gehen wir hier rein. Und machen die Kollegen platt. Wieder 35 Männer verloren und eine Riesenstadt eingenommen. Das ist in Ordnung. Ein wirklich ehrenvoller Sieg, mein Herr. Ja, jetzt komm, wackel da nicht rum und mach. Da ist auch nicht mehr viel zu holen irgendwie. Okay. Können wir denn jetzt noch... Ich lasse auf jeden Fall mal den da und versuchen wir jetzt noch die hier wegzuhauen. 71 Männer verloren. Lösegeld bieten wir wieder an. Ist angenommen worden. Oh, guck an. Den Herrn. Da haben wir noch ein bisschen Geld verdient. Und es würde ihm auch nichts bringen. Also die paar Mann da, die kann er mitmachen, was er will. Kommt er nicht weit mit. So, Ritterlichkeit. Frankreich, sehr gut. Bündnis angekündigt von Ungarn und Polen. Das erste Bündnis, glaube ich, außerhalb derer, die ich schon geschlossen habe.
Was, umgekommen durch einen Akt Gottes? Was heißt das denn? Ja, wie? Ist da ein Stein vom Himmel gefallen, oder? Ja, so ein Mist. Die Elchin hat schon wieder ein Kind bekommen. Das ist jetzt scheiße. Ist mir eine Ehre. Selbstverständlich, mein Herr. Hallo, hier Arne. Werde ich für die Nacht rasten. Ja, ansonsten... Kann der denn irgendwie verwaltungstechnisch was? Gibt es das überhaupt? Guter Bürokrat. Könnte er schon. Loyal wäre er auch. Loyalität. Logistikverständig. Kampfgeist. Aha. Ja, den könnte man ja fast mal hier... Ich lasse den einfach natürlich mal hier. Ich meine, man braucht ja nicht nur Generäle. Soll der mal unser Verwalter da werden? Ja. Dann stellen wir hier vielleicht schon mal... Was haben wir denn hier noch an... Ja, dann bauen wir noch ein paar von diesen Truppen da als Besatzungseinheiten, sag ich mal. Und dann ist das auch in Ordnung. So, hier, die Rodung. Oh, mal die Fruchtfolge sind wir schon. Was bringt denn Fruchtfolge? Verbessert Nahrungsmittelproduktion. Ist schon fortschrittlich, Fruchtfolge. Sehr gut, fortschrittlich. Ich mag fortschrittlich. Jo, ach, dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle eigentlich auch schon wieder fertig. Wir können nochmal gucken, mein Herr. Was wir hier so an einer... Nein! Das bedeutet nichts Gutes. Er wurde gefangen genommen und exekutiert. Tja, schade. Ist natürlich ärgerlich. Ja gut, wir werden jetzt gucken, dass wir hier unsere Armee wieder auf einen ordentlichen Stand bekommen und dann fahren wir mal darüber. Das heißt fahren, laufen wohl her. Schiffe sind zu teuer. Ich bin hier zum Predigen, nicht zum Verhandeln. Das heißt, dann können wir die Bude da unten auch noch anzünden und dann geht's auf Richtung unsere Freunde von Portugal platt machen. Weil diese Insel, diese unsere Halbinsel wird unser sein. Was machen die denn da? Nicht, dass der jetzt auch wieder stirbt. Wieder so alt. Gibt's hier keine Jüngere mehr? Ich meine, früher gab's irgendwie Jüngere. Ja, komm, den nehmen wir jetzt. Der ist ziemlich fähig. Ist der das hier? Ja, der ist das. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Dann darf der dann wahrscheinlich... Der kriegt zwei Mann... Eure Majestät. Das heißt, zwei Mann, zwei Trupps Befehle. Mit. Und darf dann da mal vor irgendwie ver... Oh. Interessant. Die Kastenkombination wollte ich eigentlich nicht. Okay, ich muss, glaube ich, nach hier oben, wenn ich die aufpushen will. Ja, Herr. Oh, Mist. Mein Herr. Die Jop. Nun kriegen wir ja, Planungsfehler. Ja, ich bin Gottes Diener. Ich egal, das passt schon. Venedig und das Byzantinische Reich haben sich den Krieg erklärt. Das ist ja eigentlich egal. Marschiert. Nee, warte mal, war ich nicht mit denen verbündet? Ich glaube schon. Das war diese aus Versehen Aktion. Naja, egal, das betrifft uns, glaube ich, im Moment erstmal eher nicht. Schmiede, jetzt hier, Schmiede. Gerade wo unsere Leute da am Ranmarschieren sind, lohnt sich das auf jeden Fall. Dann ritterliche Stelle. Mhm. Exerzierplatz. Das haben wir da oben auch schon. Machen wir mal den Hafen, denke ich, und die Fruchtfolge. Auch hier wieder in diese Richtung. So, was war... Ach, Karteninfo, ja, ist war hier der Plan, ne? Karteninformationen. Ich sehe keinen Grund, der da lebt wohl. So, oh, die haben sich schon ganz gut ausgebreitet hier. Hier ist Maria. Sehr gut, mein Herr. Das ist nicht die ganz ohne, ja. Reise ist beendet. Jo. Irgendwie Truppen ausheben oder was? Hm, ich denke mal eher nicht, hä? Hier oben könnte ich nochmal ein paar von diesen Besatzungstruppen bauen, dass wir dann... Befehle. Zwei Stück wieder hier abrücken. Haben. Und dann beenden wir die Runde. Was machen die da? Verprügeln die sich? Führen die einen Disput? Ich bin verwirrt. Die Stadt hat nicht rebelliert. Okay, gab mal Aufstand, sind ein paar Leute krepiert, aber es ist nichts kaputt gegangen. Das ist doch ganz in Ordnung. So, kirchentechnisch, ja genau, Kapelle, perfekt.
Hier, können wir hier kirchentechnisch noch was machen? Sieht nicht so aus. Minen wären allerdings möglich. Und eine Straße. Straße wäre, denke ich mal, auch sehr wichtig, einfach um das Ganze hier ein bisschen zu verbinden. Die Anmarschwege etwas kurz zu halten. Also hier haben wir wirklich schon eine Stadt, ne? Hier, da kann man einiges bauen. Womit sich gut auch Geld verdienen lässt, denke ich mal. Ja, dann machen wir die Ratskammer vielleicht noch hinterher. So, genau, das ist die Miliz, die geht dann hier hin. Marschiert! Habe ich jetzt den Auftrag erfüllt? Ja, genau. Perfekt. So, dann würde ich sagen, ja, ziehen wir die Kollegen auch gleich wieder ab an der Stelle. Mein Herr, heute ziehen wir nicht weiter. Ja. Da können wir, denke ich, auch noch erst die Kapelle hinstellen. So, und da ist dann noch erstmal Ruhe an der Stelle. Ja, mein Herr? Es ist Ach, hier sind ja noch Gegner. Hallo. Nett, dass ihr zu mir kommt. Gott hat den Gläubigen den Sieg. Ja. Lösegeld? Nein. Tja, was soll ich da machen? Ja, ich hab's ja versucht. Ich bin ja ein netter Mensch. So, ja. Ich glaube auch nicht, dass die dann noch mehr gefährlich werden, hier eine Armee aufstellen oder sowas. Also, irgendwie im Moment. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle auch schon Schluss. Ich habe nämlich meine Timer ein bisschen verpatzt, dass wir ungefähr auf die 15 Minuten kommen. Also, ciao, ciao, bis zum nächsten Teil und auf Wiedersehen.